Hallo, lieber Zuhörer. Die folgende Aufnahme stammt von unserer Internetseite www.prophetenschule.org. Bitte hör dir diesen Vorspann von etwa 16 Minuten in Ruhe an, bevor du die Übung auf dich wirken lässt. Die folgenden Hinweise sind wichtig, um eventuelle Fragen schon im Voraus zu klären. Wenn du mehr erfahren willst, lies bitte den Artikel »Was ist christliche Meditation?« Außerdem findest du diesen Vorspann auch als Text unter dem Titel »Hinweise zu den christlichen Meditationen und Fantasiereisen«. In diesem Vorspann möchte ich dir das Wichtigste in 5 Punkten kurz und einfach erklären. Erstens, für wen sich diese Übung eignet. Diese Übung eignet sich für Gläubige, aber auch für nichtgläubige Menschen. Christen hilft diese Übung, Gottes Stimme zu unterscheiden. Wenn du nicht an Gott glaubst, kannst du dir diese Aufnahme natürlich trotzdem anhören und auf dich wirken lassen. Sei gespannt, wie Gott dir persönlich begegnen will. Du wirst schmecken und sehen, wie gut er ist. Denn er hat an jedem einzelnen Menschen Interesse, egal ob groß oder klein. Egal ob in einer Privatwohnung, auf der Arbeit, in der Pause, in der Schule, in einer Kirche, in der Haft, im Krankenhaus, im Altenheim oder in irgendwelchen anderen Bereichen. In all diesen Bereichen möchte Gott den Menschen begegnen. Denn Gott liebt jeden Menschen und begegnet jedem gerne. Manchen wird diese Übung leicht fallen und manchen schwerer. Man kann also nicht sagen, ob sich diese Übung für Anfänger oder für Fortgeschrittene im Wahrnehmen von Gottes Reden eignet. Der zweite Punkt ist, zur Ruhe kommen und Gottes Stimme persönlich wahrnehmen. Diese Aufnahme eignet sich sehr gut als prophetische Übung. Prophetische Übungen sind nichts anderes als Hilfen, um Gottes Reden persönlich wahrzunehmen. Das Besondere bei dieser Übung ist, dass du zur Ruhe kommen kannst und es dir somit leichter fallen kann, Gottes Reden wahrzunehmen. In Hektik, unter Stress, im Straßenlärm etc. ist es schwieriger, Gottes Stimme zu hören. Denn Gottes Stimme ist meistens leise und sanft. Manchmal spricht er auch sehr laut und deutlich, so dass wir ihn kaum überhören. Aber oft ist sein Reden so sanft wie ein Windhauch, den es zu erkennen gilt. Gott spricht außerdem alle Zeit, in jedem Moment. Es ist nicht schwer, seine Stimme zu hören. Aber es braucht, wie gesagt, ein Hinhören und somit Zeit und Ruhe. Du findest in der Aufnahme immer wieder ein paar Ruhepausen, in denen ich die Erzählung kurz unterbreche. In diesen Ruhepausen kannst du Jesus fragen, was er tun möchte. Aber wenn er während der Erzählung zu dir spricht, dann kannst du die Aufnahme auch kurz anhalten. Jetzt zum dritten Punkt, über den Gebrauch der eigenen Vorstellung. Diese Aufnahme gilt außerdem nicht dem bloßen Zuhören der Erzählung, sondern dem interaktiven Mitmachen. Das heißt, du folgst den Anweisungen der Übung. Du gehst zum Beispiel in die bildliche Erzählung hinein und bittest den Heiligen Geist, darin zu dir zu sprechen. Sei und bleib dabei offen für sein Reden und für das, was er tun will. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob es überhaupt richtig ist, die eigene Vorstellung zu gebrauchen und wie man dann die eigene Fantasie von Botschaften von Gott unterscheidet. Und auch das kann ich dir gerne erklären. Zunächst mal gibt es den Begriff Meditieren tatsächlich in der Bibel. In der englischen King James Bibelübersetzung heißt es an 14 Stellen Meditate, also meditieren. Unsere deutschen Bibelübersetzungen geben diesen Begriff Meditate als Nachsinnen wieder.
Und genau das ist ja auch gemeint. Ein Nachsinnen über Gottes Wort, über seine Person, sein Wesen, sogar über seine Werke, zum Beispiel was er in deinem Leben getan hat, und über gute Dinge. All diese Bereiche findest du in der Bibel wieder, also an diesen 14 Bibelstellen. Und all diese Bereiche stellst du dir ja auch innerlich bildlich vor. Jesus kann die eigene Vorstellung benutzen. Wichtig ist dabei, dass man ihm in so einer Reise bzw. Übung den Freiraum gibt und überlässt, so dass er sprechen kann, wie und über was er möchte. Es ist in Ordnung, ihm Fragen zu stellen, aber er entscheidet, ob er darauf antwortet. Je nach Thema der Übung geht es um eine Kulisse, die erzählt wird. Du stellst dir diese Kulisse in deiner Vorstellung vor und dann lässt du dich währenddessen vom Heiligen Geist führen, was er dir zeigen und sagen möchte. Es ist wie mit einem Theaterstück. Der Vorhang geht auf und dann wird dem Zuschauer eine Kulisse des Theaterstücks vorgestellt, zum Beispiel eine Wohnung oder eine Landschaft. Die Kulisse bildet also nur den Rahmen. Das Theaterstück bildet sich dann nach und nach. Und so ist es auch mit einer Botschaft von Gott. Sei und bleib offen dafür, wenn Jesus den Vorhang schließen und eine ganz neue Kulisse aufbauen möchte. Ich meine damit, erlaube ihm, das Gesehene zu verändern. Es kann sein, dass er dir eine ganz andere Vision zeigen wird, dass du dich plötzlich nicht mehr in der Erzählung siehst, sondern er dir etwas ganz anderes zeigt. Außerdem, Jesus ist allgegenwärtig. Er ist also auch in deiner Vorstellung anwesend. Und er kann darin zu dir sprechen, wenn du ihn einlädst. Du triffst dich also mit Jesus an einem Ort in deiner Vorstellung. Vielleicht fragst du dich, ob du Jesus in deiner Vorstellung richtig siehst oder wie du erkennst, dass er dir begegnet. Am besten überlässt du ihm, wie er dir begegnen will. Das heißt, lade ihn einfach in die Szene ein und schau, wie er dir darin begegnet, ohne etwas forcieren zu wollen. Er kann dir als der gute Hirte, aber auch als Arzt, als Zimmermann oder einfach mit weißem Gewand begegnen. Vielleicht hält er etwas in der Hand, das er dir zeigen will. Ein Gegenstand mit einer Bedeutung, zum Beispiel eine Rose, als Zeichen seiner Wertschätzung dir gegenüber oder ähnliches. Eigene Fantasie kannst du von Botschaften von Gott folgendermaßen unterscheiden. Bei deiner Fantasie malst du dir bewusst aus, was du sehen willst, so wie du dir die Kulisse während der Übung vorstellen wirst. Geistige Bilder erkennst du daran, dass sie sozusagen plötzlich auftauchen und es dich überrascht. Wenn du in der Szene etwas siehst, wo du weißt, dass du dir das jetzt nicht ausgedacht hast. Aber mit der Zeit und mit Übung wirst du das unterscheiden. So ist es schließlich auch mit allen anderen Eindrücken. Wenn du müde bist und fast einschläfst, wenn du seelisch aufgewühlt bist oder dich einfach nur schlecht konzentrieren kannst, dann ist es schwerer, die eigene Fantasie von einer Botschaft von Gott zu unterscheiden. Wenn du dich bereits im Hören von Gottes Stimme auskennst, dann weißt du, dass es da genauso ist. Es ist einfacher, bei wachem Zustand sein Reden wahrzunehmen, als wenn du müde oder abgelenkt bist. Jetzt zum vierten Punkt, über das Prüfen der Eindrücke. Während dem Anhören wirst du verschiedene Eindrücke empfangen. Es kann helfen, wenn du dir währenddessen Notizen machst. Lege dir ein Blatt Papier und einen Stift beiseite und schreibe dir die Eindrücke auf. Du kannst dir die Eindrücke natürlich auch nach der Übung aufschreiben. Das kannst du so handhaben, wie es dir persönlich leichter fällt. Zu Eindrücken gehören bildliche Eindrücke,
also Bilder und Visionen, aber auch gedanklich hörbare oder sichtbare Worte. Außerdem auch Bibelverse oder sinngemäße Worte aus der Bibel, die in deine Situation sprechen. Du kannst auch Empfindungen wahrnehmen, wie zum Beispiel Wärme, Frieden, Freude, Gottes Liebe oder auch Heilung, seelisch oder körperlich erfahren. Es kann auch sein, dass du Gerüche im Geist wahrnimmst. Die Eindrücke müssen geprüft werden. Dazu findest du auf unserer Internetseite ein paar lehrreiche Artikel. Hier ein paar Punkte, die dir helfen können beim Unterscheiden. Es ist wichtig, dass ein Eindruck bzw. eine Botschaft Gottes Wort nicht widersprechen. Außerdem sollen die Eindrücke auch nicht Gottes Wesen widersprechen, also seiner Liebe, seinem Frieden etc. Eindrücke von Gott ziehen dich in seine Nähe. Sie ziehen dich näher an sein Herz und stärken deine Beziehung zu Jesus. Selbst wenn dich Gott korrigieren oder warnen sollte, wirst du währenddessen seinen tiefen Frieden und Trost erfahren. Das alles sind Kennzeichen, dass ein Eindruck sehr wahrscheinlich von Gott ist. Und sowieso gilt für alles: Die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Das steht im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 20 bis 21. Also prüfen muss man sowieso alles. Dann kann es sein, dass während der Übung Erinnerungen aus der Vergangenheit in dir hochkommen. Das können schöne, aber auch weniger schöne Erinnerungen sein. Bei negativen Erinnerungen solltest du Jesus um seinen Frieden bitten. Leg die Erinnerung dann bewusst in seine Hände und bitte ihn, wenn nötig, um Vergebung. Vergib auch den Menschen, die dir Schlimmes angetan haben. Jesus kann und will die Wunden deiner Seele mit seiner Liebe heilen. Es kommt manchmal vor, dass während einer Übung dämonische Eindrücke kommen. Wenn das der Fall ist, wie zum Beispiel starke Unruhe, Angstattacken, hasserfüllte Worte oder Bilder, dann weise sie in Jesu Namen zurück. Du kannst Jesus dann auch konkret fragen, woher diese Attacken kamen. Vielleicht zeigt er dir einen Bereich im Leben, den du unter seinen Schutz stellen sollst. Oder einen Bereich, wo du seine Vergebung und Reinigung benötigst. Jetzt zum fünften und letzten Punkt, da möchte ich dir noch ein paar Tipps geben vor dem Anhören der Übung. Und bevor du gleich die Übung auf dich wirken lässt, bitte ich dich einfach, diese Tipps umzusetzen. Such dir als erstes, falls du es noch nicht getan hast, einen ruhigen Ort. Außerdem solltest du dein Handy, dein PC und ähnliche Quellen ausschalten, damit du die Übung ungestört machen kannst. Wenn noch jemand in deiner Wohnung anwesend ist, sag ihnen am besten, dass du einen Moment Ruhe wünschst und schließe die Tür. Lege dich in dein Bett oder auf das Sofa, je nachdem, ob für dich eine Position im Liegen oder Sitzen entspannter ist. Im Liegen entspannen sich die meisten Menschen am besten. Und dann lege dir ein Blatt Papier und einen Stift zur Seite. So kannst du dir Eindrücke später oder während der Aufnahme notieren. Mach es dir jetzt bequem und entspanne deinen Körper. Lehne dich bequem zurück. Wenn du Verspannungen bemerkst, versuche sie zu lockern. Entspanne dich und atme tief durch. Stelle deine Gedanken bewusst unter die Herrschaft von Jesus. Das bedeutet, sage ihm, dass du dir eine Begegnung mit ihm wünschst.
und dass er die Kontrolle während der Übung übernimmt. Wenn du noch Unruhe innerlich verspürst, dann bitte ihn um Frieden. Lege alle Grübelei, Sorgen, Ängste und auch Wut, wenn dich heute jemand unrecht behandelt hat, in seine Hände. Nimm dir dazu jetzt einen Augenblick Zeit. Gib ihm alles, was dir einfällt, in seine Hände. Und jetzt kannst du die folgende Übung in Ruhe auf dich wirken lassen. Schließe deine Augen. Es ist ein schöner, sonniger Spätnachmittag. Du sitzt als Fahrer in einem Auto und fährst langsam auf einer Landstraße. Dein Ziel ist ein friedlicher Wald, in dem du spazieren gehen und den Alltag hinter dir lassen willst. Du siehst ihn schon in der Ferne. Dann fährst du langsam auf einen Feldweg zu. Dort biegst du ein und fährst den schmalen Weg in Richtung des Waldes entlang. Der Feldweg ist etwas holprig und du wirst im Auto leicht hin und her geschaukelt, wie ein Baby in einer Wiege. Kurz vor dem Eingang des Waldes ist ein Stellplatz für Autos. Du bemerkst, dass kein anderes Auto dort steht. Das beruhigt dich. Dann wirst du ganz ungestört spazieren gehen können. Du fährst auf den Stellplatz und parkst das Auto. Du schaltest den Motor aus und bleibst eine Weile im Wagen sitzen. In der Ferne hörst du noch das Rauschen der vorbeifahrenden Autos auf der Landstraße. Und hier im Auto denkst du noch an Dinge, die später zu tun sind. Heute oder auch morgen. Dinge, die dir Sorgen machen. Bei manchen Dingen hast du noch keine Antwort. Ja, du hast viele Fragen. Fast fängst du an zu grübeln, aber da kommt dir eine gute Idee. Du fasst in die Tasche auf dem Beifahrersitz und holst einen Notizblock und einen Stift heraus. Du denkst, warum sollte ich mir jetzt Sorgen machen? Ich möchte doch den Spaziergang im Wald genießen und neue Kraft tanken. Um deinen Spaziergang richtig genießen zu können, musst du all die Sorgen erstmal loslassen. Und um neue Kraft zu tanken, musst du alles abwerfen, das dir die Kraft nehmen will. Du setzt den Stift auf das Blatt Papier und beginnst, all deine Probleme aufzuschreiben. Eines nach dem anderen schreibst du auf. Du schreibst auch die Dinge auf, die noch zu erledigen sind, die später zu erledigen sind und nicht jetzt in diesem Moment.
denn die folgende Zeit soll eine Zeit der Ruhe und Erholung für dich werden. Während du die Sorgen und Ängste und die Dinge, die zu erledigen sind, aufschreibst, kommen dir noch andere Gedanken. Du denkst an Personen, mit denen du gesprochen hast. Vielleicht beschäftigt dich ein Gespräch mit einem Menschen. Auch das schreibst du dir stichpunktartig auf. Es ist, als würden alle deine Gedanken auf das Papier fließen. Und dein Kopf wird freier und freier von allem, was dich bedrückt hat. Schließlich kehrt Ruhe in deinen Gedanken ein. Nun denkst du an den ersehnten Spaziergang, der noch auf dich wartet. Eine leichte Vorfreude erfasst dich. Ein gespanntes Gefühl. Langsam öffnest du die Autotür und steigst aus dem Wagen. Du schließt die Tür hinter dir und schließt sie dann ab. Nun machst du dich auf den Weg. Vor dir erstreckt sich auf einer leichten Anhöhe der lange Waldweg. Links und rechts stehen Bäume. Sie stehen aber weit genug entfernt, sodass du weit in den Wald hineinblicken kannst. Der Wald ist nicht dunkel, sondern in einem angenehmen Wechselspiel von Licht und Schatten. Die Sonnenstrahlen blitzen durch die Baumkronen hindurch, während sie sanft vom Wind hin und her bewegt werden. Das Spiel von Schatten und Licht ist beruhigend anzusehen und taucht den Waldweg in eine Art Schattenspiel. Du bleibst stehen, um diese Szene in dir aufzunehmen. Du gehst gemütlich den Waldweg auf der Anhöhe weiter, während das Rauschen der Autos auf der Landstraße hinter dir immer leiser und leiser wird. Schritt für Schritt nimmst du immer mehr das Rauschen der Blätter und den Gesang der Vögel wahr. Obwohl der Weg leicht aufwärts geht, empfindest du es nicht als anstrengend. Du empfindest es vielmehr als Befreiung, so als würde bei jedem Schritt nach oben eine Last von deinen Schultern fallen. Nun bist du ganz oben, am Ende des langen Waldweges angekommen. Du stehst vor einer Wegkreuzung. Ein Weg führt nach links und einer nach rechts. Hier entscheidet sich, welchen der beiden Wege du nimmst. Du drehst dich noch einmal um und siehst unter dir das Auto auf dem kleinen Stellplatz stehen. Das Auto hat von dieser Entfernung die Größe eines Spielzeugautos. Darin liegt der Notizblock und ist sicher aufgehoben. Wie klein das doch jetzt alles ist, denkst du.
wie klein jetzt all die Probleme geworden sind im Vergleich zu der wunderbaren Schöpfung, die dich umgibt. Und mit diesen Gedanken atmest du auf. Du atmest die alte Luft aus und atmest die frische Waldluft ein. Du füllst deine Lungen mit dem frischen Sauerstoff. Du fühlst dich lebendig. Du wirst dir plötzlich Gottes Gegenwart bewusst und dass er viel größer als deine Sorgen ist. Du wirst dir seiner Größe und seiner Schönheit bewusst. Du wirst dir bewusst, dass er dich von allen Seiten umgibt. Der Geist Gottes umgibt dich von allen Seiten. Von oben hält er schützend seine Hand über dich. Von unten trägt er dich. Von allen Seiten hüllt er dich ein, wie ein leichtes Tuch, ohne dich einzuengen, sondern um dich mit seiner Liebe zu umhüllen. Nun bist du ganz frei von dem grauen Alltag und tauchst immer tiefer ein in das beruhigende Grün des Waldes. Du drehst dich wieder um auf die Wegkreuzung und betrachtest die beiden Wege vor dir. Welchen Weg wählst du? Beide Wege führen ins Ungewisse. Beide Wege sind dir noch unbekannt. Eine Neugier erfasst dich. Du fühlst dich wie ein kleines Kind, das sich entscheiden kann, welches Geschenk es auspacken darf. Wählst du den linken Weg oder den rechten? Du schmunzelst vergnügt. Schließlich entscheidest du dich für einen der Wege. Du spürst, dass der Heilige Geist dich richtig führt. Du biegst um die Ecke und lässt den breiten Waldweg, den du bis zur Anhöhe hinaufgegangen warst, hinter dir. Der Weg ist nun ganz eben. Du blickst auf den Boden und bemerkst, dass er mit frischem Grün und hellgrünem Moos bewachsen ist. Was für ein herrlicher Anblick! Du kniest nieder, um diesen Duft einzuatmen. Der Waldboden duftet wunderbar. Du bemerkst einen Hauch von Baumharz. Es ist, als würdest du in ein Bad mit duftendem Kiefernadelöl eintauchen. Die Sonne scheint auf deinen Rücken und wärmt dich. Das warme Licht hüllt dich ein. Du fühlst dich wie in einem wunderbaren Traum. Nach einer Weile setzt du deinen Weg auf dem weichen, moosbedeckten Boden fort. Du fühlst dich getragen. Und du merkst wieder, wie Gott dich mit seinem Schutz umgibt. Mit jedem Schritt auf dem weichen Waldboden wird dir bewusst, dass seine Engel dich tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Langsam setzt du deinen Weg fort. Du merkst, wie dich der Heilige Geist an einen bestimmten Ort ziehen will,
so als könnte er es kaum erwarten, dir etwas zu zeigen. Du bist gespannt auf das, was dich erwartet. Schließlich bemerkst du einige Meter vor dir eine große Trauerweide. Der Stamm ist sehr dick und die Äste sind kräftig, an denen die Zweige herunterhängen. Darunter siehst du eine Bank stehen. Die herunterbaumelnden Zweige sehen wie eine Schutzglocke über der Bank aus. Du freust dich über diesen Ruheort und gehst langsam darauf zu. Du setzt dich auf die Bank und lehnst dich entspannt zurück. Bei dem Anblick der herunterhängenden Zweige um dich herum denkst du wieder an die Situationen, in denen du dir Freude wünschst. Situationen, in denen du Trauer verspürst. Da merkst du plötzlich, dass du an diesem Ort nicht alleine bist. Jemand ist hier, der dich trösten will. Du wendest deinen Kopf auf die Seite und blickst auf den leeren Platz neben dir auf der Bank. Zuerst spürst du nur seine friedliche Gegenwart und dann siehst du ihn mit deinen inneren Augen, Jesus. Du bist überrascht, aber auch sehr erfreut, ihn zu sehen. Schau ihn an. Wie begegnet er dir? Wie begegnet er dir persönlich? Du siehst in sein liebevolles Gesicht. Und er sagt dir, wie erfreut er ist, dass du an diesen Ort gefunden hast. Er hatte die ganze Zeit auf dich gewartet. Während du neben ihm auf der Bank sitzt, nimmst du auch viel klarer das Singen der Vögel und das Rauschen der Blätter im Wind wahr. Du lauschst wieder dem Gesang der Vögel. Es ist, als würden sie den Schöpfer anbeten, als würden sie ihm ein Lied singen. Dann kommt ein leichter Wind auf. Der Wind lässt die Zweige der Trauerweide um dich herum tanzen. Es sieht lustig aus, wie sich die Zweige so hin und her bewegen. Was für eine Leichtigkeit. Und du fängst an, zum Gesang der Vögel zu singen. Während du singst, fliegt all deine Trauer wie auf Vogelschwingen davon. Du bist erfüllt von Freude.
Jesus hat dich getröstet. Und all die Trauer hinweggespült. Er hat deine Schmerzen weggenommen. Da bemerkst du auch das Geräusch von Kirchenglocken in der Ferne. Da wird dir klar, dass gerade hier, wo du bist, ein Gottesdienst stattfindet. Du bist mit Jesus inmitten einer grünen Kirche, die von Vogelgesang und Blätterrauschen erfüllt ist. Du merkst, dass du ihm hier ganz nah sein kannst. Und viel mehr noch, dass seine Gegenwart überall ist. Egal, ob du in einer Kirche, daheim oder im Freien bist. Auch hier merkst du seine Gegenwart. Bist du darüber ein bisschen überrascht? Und dann siehst du, dass Jesus dir etwas mitgebracht hat. Er hält etwas in seinen Händen, ein Geschenk für dich. Was ist es? Schau in seine Hände. Wenn das Geschenk noch eingepackt ist, dann packe es jetzt aus. Bedanke dich bei ihm. Du siehst dir das Geschenk in Ruhe an und freust dich darüber. Und du lauschst dabei dem Blätterrauschen im Wind. Da fällt dir plötzlich auf, dieses Blätterrauschen würde man im Straßenlärm und in der Hektik des Alltags gar nicht hören. Und selbst wenn man es hören würde, würde man es gar nicht schätzen, wegen all der Hektik. Dir fällt auf, dass es genau so mit Gottes Stimme ist, dass er alle Zeit spricht, aber es ein Hinhören braucht. Du denkst an Situationen, in denen er zu dir gesprochen hat, aber du es nicht beachten wolltest. Situationen, in denen er dir Zeichen gab, Zeichen seiner Liebe zu dir. Nun merkst du, wie einfach es doch ist, seiner Stimme zu lauschen. Dass seine Stimme oft so sanft ist wie ein Säuseln im Wind. Du fühlst dich unendlich geliebt und geborgen in der Nähe Jesu. Wenn du magst, dann bitte ihn, dass er seinen Arm um dich legt. Und wenn du magst,
dann lege deinen Kopf jetzt an seine Brust. Hörst du seinen Herzschlag? Vertrauensvoll ruhst du in seinen starken Armen. Du fühlst dich wie ein kleines Kind, das sich eine Muschel ans Ohr hält und dem Rauschen lauscht. Und während du seinem Herzschlag lauscht, beginnt er zu dir zu sprechen. Er tröstet dich und spricht dir Mut und Hoffnung zu. Er spricht dir seine Wahrheit zu. Seine Wahrheit macht dich frei. Frei von dem, was Menschen Falsches über dich ausgesprochen haben. Lausche jetzt seinem Herzschlag. Und lausche seiner Stimme. Höre hin, was er dir sagen möchte. Vielleicht zeigt er dir ein inneres Bild. Oder er spricht dir gedanklich Worte zu. Höre einfach nur hin. Vielleicht hast du Fragen, die du ihm schon immer stellen wolltest. Du kannst ihm ruhig diese Fragen stellen. Frage ihn, was er dazu sagt. Wie er zum Beispiel eine Situation sieht. Falls er schweigt, musst du die Antwort nicht wissen. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht sagt er dir zu einem späteren Zeitpunkt etwas dazu. Manchmal schweigt er, aber das ändert nichts an seiner Liebe zu dir. Du merkst, dass seine Nähe allen Verstand übersteigt. Und während du an seinem Herzen ruhst, fließt seine Liebe zu dir in dein Herz.
Vielleicht gibt es einen Bereich, wo du dir Heilung wünschst. Körperliche Heilung, aber auch Heilung deiner Seele. Bitte ihn gerade jetzt um seine heilende Berührung. Langsam wird es Zeit, den Heimweg anzutreten. Du merkst, dass die Sonne schon langsam untergeht. Das Gespräch mit Jesus und allein die Zeit mit ihm hat dich sehr gestärkt. Du bist erholt. Und du sagst dir selbst, jetzt kann ich wieder in den Alltag zurückkehren. Denn er hat meiner Seele Ruhe gegeben. Du stehst von der Bank auf, streichst die Zweige der Trauerweide zur Seite und machst dich auf den Heimweg. Doch etwas ist ganz anders. Plötzlich merkst du, dass du nicht mehr alleine gehst, sondern dass Jesus dich begleitet. Er war auch schon vorher bei dir, aber das war dir gar nicht so bewusst wie jetzt. Du siehst ihn neben dir hergehen. Und er fragt dich, ob er für immer dein Lebensbegleiter sein darf. Er wartet hoffnungsvoll auf dein Ja. Wie ist deine Antwort? Er streckt dir seine Hand hin und bittet sie zu greifen. Er möchte Hand in Hand mit dir durchs Leben gehen. Er möchte nicht nur in diesen schönen Ruhezeiten, sondern auch im Alltag, auf der Arbeit und überall, wohin du gehst, bei dir sein. Nun gehst du gemeinsam mit Jesus den gleichen Weg zurück, den du vorher gegangen warst. Du gehst den moosbedeckten Weg entlang und gehst dann den breiten Waldweg von der Anhöhe hinunter in Richtung deines Autos. Langsam näherst du dich dem Auto. Dann bist du dort angelangt, schließt die Tür auf und setz dich auf den Fahrersitz. Als du die Tür wieder schließt, siehst du auf den Beifahrersitz. Dort siehst du im Geist Jesus sitzen. Er lächelt dich an. Bei ihm ist deine Tasche mit dem Notizblock. Du lächelst zurück und weißt, ja, in deinen Händen, Jesus. In deinen Händen sind meine Sorgen sicher aufgehoben. Und in deine Hände lege ich mein ganzes Leben. Glücklich und voller Dankbarkeit fährst du den Waldweg heraus auf die Landstraße. Während der Heimfahrt betrachtest du den Sonnenuntergang. Und hast nur noch einen Gedanken. Danke, Herr.
Atme jetzt tief durch. Strecke dich ausgiebig. Und öffne dann langsam wieder deine Augen. Was hast du während der Übung erlebt? Hat Gott dich berührt? Hat er zu dir gesprochen? Du kannst dir die Eindrücke, die du während der Übung hattest, für dich selbst aufschreiben. Wenn du magst, kannst du deine Erfahrungen mit dieser Übung auch gerne öffentlich mitteilen. Hinterlasse einen Kommentar im Artikel oder unter dem Video, je nachdem, wo du dir diese Aufnahme angehört hast.